Hallöchen, hier ist Bonaparte und ich höre jetzt in ein paar neue Songs rein, die ich vorher noch nie gehört habe und dieser Akkord wird fast sicher nicht vorkommen. Okay. Ja, das sind die Beatsteaks. Habe ich gleich die Stimme erkannt. Ich fand das Fuzzige sehr schön. Die fuzzige Gitarre, die Drums und so finde ich super. Ich glaube, ich wünschte mir, dass er Deutsch singen würde. Das findet der Armin aber jetzt wahrscheinlich nicht so schön. Ist Musik, die dafür da ist, dass man, währenddem man was Leckeres auf den Grill wirft, im Garten herumtanzt und das Leben genießt. Sometimes I understand you less than I get to hurt. Es ist alles sehr midi, wenn ihr wisst, was ich meine. Nämlich so ein bisschen von Omas Billig-Keyboard geklaut. Es will funky sein, ich finde es aber nicht funky. Ich kann mir vorstellen, dass es nette Menschen sind, die diese Musik geschrieben haben, aber ich empfinde keine Emotionen, leider. Ihr seid Möbel, wir sind Räume. Ihr seid Vögel und wir sind Bäume. Wir sind Türen und ihr seid Zäune. Doch wir sind ab heute eure neuen besten Freunde. Ihr seid Möbel, wir sind Räume. Ihr seid Vögel und wir sind Bäume. Wir sind Türen und ihr seid Zäune. Keine Ahnung, so stelle ich mir vor, dass die Ohrboten klingen. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Vielleicht ist es auch Peng. Ach, lustig, ja, den kenne ich natürlich gut. Ein Robert Gwizdek. Was viele Leute nicht wissen, Robert Gwizdek hat bei Bonaparte mal getanzt als Beduine. Der ist aufgegangen wie ein Zäpfchen. Und er hat in einem Film gespielt, 13 Semester, in dem ja Bonaparte auch kurz vorkommt und so. Genau. Finde ich natürlich super. So, Robert Gwizdek, der Captain Peng, ist ein Poet. Die Band, super, super Energie, super Leute. Ist total schön. Die Bläser arrangiert hat, hatte ganz schön Mut. Es ist, ist fast wie von Opas Dixieland-Platte, der ganze Sound. Hasi Osterwald oder so. Ich habe mich gerade gesehen, wie ich so eine Tasse Tee trinke. Aber ja, nicht uncharmant, nicht uncharmant.